Wer meine Videos kennt und sich vielleicht auch selber mit dem Naturrecht beschäftigt, der weiß, dass das Thema Wählen ein Problem ist. Für die Naturrechtler unter den Zuschauern wird das, was jetzt kommt, nichts Neues sein. Da ich aber annehme, dass auch Leute, die vom Naturrecht noch nichts gehört haben, dieses Video sehen, wird der Konflikt zwischen echtem Recht und unserem Wahlsystem hier nochmal möglichst deutlich aufgezeigt. Im Naturrecht sind Wahlen nur innerhalb einer Gruppe erlaubt, bei denen jeder Einzelne dieser Gruppe per Vertrag ausdrücklich zugestimmt hat, das Ergebnis der Wahl anzuerkennen. Der Gedanke dahinter ist klar. Nur weil irgendwelche Leute ein Happening organisieren, dieses Happening dann Wahl nennen und dann aus dieser im Grunde okkulten Veranstaltung dann ein Siegergremium entsteht, entsteht dieser Gruppe dann kein Recht über andere zu herrschen. Ob diese Leute eine Wahl veranstalten oder ein großes Feuer anzünden und dann nackt um dieses Feuer herumtanzen, das ist im Prinzip die gleiche Handlung. Warum sollte es einen Unbeteiligten interessieren, was irgendwelche anderen Leute so treiben? Wenn es ihnen Spaß macht, sollen sie. Solange es mir nicht schadet, kein Problem. Bei Wahlen passiert aber etwas, das eben doch ein unmittelbares Problem ist. Sie tanzen sich in eine Wahnvorstellung rein oder wählen sich rein. Ist ja egal. Sie machen halt irgendwas Eigenartiges. Und hinterher glauben diese Leute, sie hätten etwas gemacht, das rechtliche Auswirkungen auch auf andere hat. Hat es aber nicht. Denn man kann nicht Verträge zu Lasten Dritter machen. Veronika und Peter machen miteinander einen Vertrag, dass Sebastian ihnen Geld geben muss? Schwachsinn, sowas. Aber nur weil es nicht Veronika und Peter sind, sondern tausende Veronikas und Peters, ändert das nichts am Gesamtergebnis. Da können Millionen und sogar Milliarden Menschen wählen gehen. Alle zusammen können nicht ein Raubrecht erwirken. Egal wie spektakulär ihre Veranstaltungen sind, und es ist dann auch egal, wenn sich dann Millionen und Milliarden Leute eine Höchstrichterrobe anziehen und dann mit ernstem Tonfall verkünden, dass die Wahl rechtens ist und die Gewalt gegen Unbeteiligte jetzt plötzlich in Ordnung ist. Völlig egal, was die sagen, es ist trotzdem nicht wahr. Es ist nicht recht, es ist kein wahres Recht. Eine höchstrichterliche Entscheidung ist nichts anderes wie ein Medizinmann, der eine Ziege opfert, Drogen nimmt und Visionen erlebt und hinterher behauptet, es sei magisch Recht entstanden und die Götter hätten bestimmt, dass die Abgeordneten nun ein Herrschaftsrecht hätten. Medizinmann, Drogengeschrei oder Höchstrichterrhetorik. Nichts davon kann magisch eine Herrschaft ohne Zustimmung des betroffenen Untertanen etablieren. Das ist einfach rechtlich unmöglich. Unser jetziges System ist rechtswidrig, weil es bloß eine Umgehung des naturrechtlichen Verbots von Verträgen zu Lasten Dritter darstellt. Aber das jetzige System fußt ja nicht auf Recht, sondern auf Gewalt. Derjenige, der die bewaffneten Schlägertruppen auf seiner Seite hat, muss sich nicht an Recht halten. Er kann willkürlich Regeln aufstellen. Aber wenn innerhalb dieses Systems Aufklärung erlaubt ist, warum soll man das dann nicht nutzen? Und das ist es, was ich hier anregen möchte. Wahlen, so wie sie heutzutage veranstaltet werden, sind unethisch und naturrechtswidrig. Aber sie sind alles, was wir haben. Sehen wir es doch so wie die ganz frühen Aufklärer im tiefsten Mittelalter, als noch Hexen verbrannt wurden, konnte man nicht einfach so fordern, dass die Kirche doch bitte erstmal die Sache mit Gott beweisen soll. Das wäre zu entsetzlich, zu schockierend gewesen, da 99% der Menschen doch nichts anderes gekannt haben. Damals musste ein Aufklärer ganz vorsichtig sein und sich damit begnügen, darauf hinzuweisen, dass die Sache mit der Hexenverbrennung nicht wirklich aus der Bibel hervorgeht. Keinesfalls durfte so einer die Bibel an sich in Frage stellen. Ein Aufklärer, der Sklaverei ablehnte,
durfte keineswegs einfach so Sklaven befreien. So etwas wurde streng verfolgt und er wurde als Krimineller behandelt, wenn man ihn erwischt hat. Er musste in kleinen Schritten das Problem angehen. Vielleicht einzelne Sklaven freikaufen, die Idee, dass Sklaverei schlecht ist, ganz leise und unterschwellig weitertragen und verbreiten. Offene Rebellion hätte gar nichts gebracht und denjenigen nur der gesellschaftlichen Ächtung oder Schlimmerem ausgesetzt. Und so finden wir Naturrechtler uns in einer ganz ähnlichen Situation. Der Staat erklärt schon ganz kleinen Kindern, wie er funktioniert und stellt das als Selbstverständlichkeit dar. Die Kritik an dem Ganzen, das Dilemma, dass jene, die wählen, Verträge miteinander abschließen, aber auch Leute einbinden, die mit der Wahl bzw. mit diesem Vertrag nichts zu tun haben, das wird nicht mal ansatzweise unterrichtet. Und dementsprechend ist der Großteil der Bevölkerung sich dieser Problematik nicht bewusst und denkt nicht einmal über solche Dinge nach. So wie es ist, ist alles gut und jeder, der an diesem System etwas ändern will, ist entweder verrückt oder gefährlich. Genauso wie beim Aufklärer im christlichen Mittelalter oder Sklavenbefreier. Wir müssen innerhalb des Systems agieren. Außerhalb können wir zwar ethisch reinbleiben, indem wir einfach nicht mitmachen und dementsprechend auch nicht mitschuldig werden, aber das bedeutet auch, dass innerhalb des Systems nichts passiert. Ich selber werde also, obwohl mir durchaus bewusst ist, dass es unethisch und rechtswidrig ist, trotzdem an Wahlen teilnehmen. So wie ein Sklavenbefreier, der einen Sklaven befreit, zuerst etwas extrem Schlechtes machen muss, nämlich einen Menschen kaufen, Menschenhandel betreiben muss, bevor er ihn dann freilassen kann. Und da wählt man dann das kleinste Übel. In Österreich stehen Wahlen an und man hat die Möglichkeit, ein wirklich geringes Übel zu wählen, nämlich die Partie. Die Gruppe, die am Wahlzettel unter gilt zu finden ist. Diese Gruppe unternimmt den ernsthaften Versuch, die Stimme vor Missbrauch durch Politiker so gut es eben geht zu bewahren. Der Plan ist, mittels Bürgerparlamenten, so nennt gilt seine immer wieder neu besetzten themenbezogenen Arbeitsgruppen, die Stimme beim Bürger zu belassen. Die Abgeordneten arbeiten kein vorgegebenes Parteiprogramm durch, sondern transportieren die Beschlüsse der Bürgerparlamente ins staatliche Parlament und ermöglichen so, wenn auch hochgradig indirekt und naturgemäß eingeschränkt, dass der Bürger weiterhin Einfluss hat auf das, was der Gesetzgeber so treibt. Ich selber gehe davon aus, dass gilt, das gleiche Schicksal ereilen wird wie alle neuen politischen Gruppen. Leute mit übergroßem Ego werden nach oben gespült, Soziopathen, die nichts gelten lassen als ihre eigene Meinung, werden enttäuscht und werden ihre zersetzende Energie nutzen, um gilt zu vernichten. Und es wird ihnen auch gelingen, 90% der wohlmeinenden Gilt-Aktivisten zu frustrieren und zu vergraulen. Es wird Konflikte und Skandale geben, die man sich jetzt noch gar nicht vorstellen kann. Davon darf man sich aber nicht abschrecken lassen. Man weiß, dass es passiert, weil es immer passiert. Also von so etwas nicht abschrecken lassen. Die Idee dahinter wird bestehen bleiben. Und wenn gilt, die schrecklichen ersten Jahre übersteht, kann die Gruppe zu einer Institution werden. Selbst wir Naturrechtler haben dann die Möglichkeit, naturrechtliche Ideen ganz vorsichtig und ohne Leute zu verschrecken einfließen zu lassen und vielleicht in ein paar hundert Jahren können unsere Nachfahren ein bisschen wahre Freiheit und wahres Recht erleben. Vor Jahrhunderten haben die Aufklärer begonnen, humanistische Ideen zu verbreiten. Und heute dürfen wir Menschenrechte schon ohne dafür umgebracht zu werden propagieren. Wir sollten dankbar sein und das, was diese Leute angefangen haben, weiterführen. Danke.